Hallo Leute und willkommen bei eurem Partei-LP. Heute mal ein Let's Play Left 4 Dead 2. Wir spielen hier Kampagne Dead Mines, Kapitel Angel Island, Schwierigkeitsgrad normal, mein Charakter ist Francis. Und ja, ich würde sagen, drücken wir einfach mal auf Spiel starten. Ach ja, aber bevor wir das tun, möchte ich euch noch sagen, dass es mein erstes Gameplay Left 4 Dead 2 ist. Ich spiele dieses Spiel nie oft, aber ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und es unterhält euch. So, dann fangen wir direkt mal an. Hier bei Dead Mines. So. I hate Creepers, wie man direkt sehen kann. Rechts im Hintergrund sieht man ihn direkt. Ja, da unten steht zwar jetzt Elite 4, aber hier ist halt Flo. Ich spiele bei ihm gerade am Laptop. Entschuldigung für den Versprecher. Sollte im Hintergrund gerade irgendein Geballer sein, das ist der Alex, weil er gerade Call of Duty Black Ops 2 spielt, auf der Xbox natürlich. Wir sind nicht so PS3-Spieler, aber wir haben auch jetzt nicht groß was gegen die PS3. Ja, dann warten wir doch einfach mal, bis das fertig ist. Dabei kann ich euch schon, schon mal ein paar Infos geben, nämlich, wird es am 24.12., wenn es mich nicht täuscht, oder ein paar Tage nach Weihnachten, schon Gameplays von der Xbox 360 geben. Darunter Call of Duty. Call of Duty wird es geben. Warte, ich muss hier gerade Steuerung mal kennenlernen, so. Halo. Assassin's Creed. Okay, ich muss erstmal hier mit der Steuerung klarkommen. Aha. Also praktisch hier alles. Oh. Bist tot? Du auch? Und du auch? Ja, mit den FPS hier oben geht's gerade hoch und runter von 24 auf dies und dann auf das. Ich nehme nochmal Medic und eine Weep mit. Welche nehme ich denn? Gibt's hier nichts Vernünftiges? Ach, dann nehme ich mal die Desert Eagle mit. So, eine Desert Eagle und los geht's. Ich hoffe, nach einer Weile kommen hier auch andere Waffen. Nicht nur hier eine Desert Eagle. Hoffentlich klappt das gerade mit dem Sound. Das ist mit das, was mich gerade zurzeit am meisten interessiert. Und ja, ist eigentlich ganz spaßig. Ah, eine Leiter. Ich glaube, da müssen wir hoch. So, gehen wir nochmal hoch. Und da ist direkt so noch so ein Krüppel. Na, Krüppelchen. Na, noch so einer. Verpiss dich mal, Alter. Ja, von mir hat man noch nicht so viele Let's Plays gesehen. Ich glaube, das ist das erste von mir. So ein richtiges Gameplay. Sterb doch, Stampe. Boah, was ist denn das hier für ein Scheiß, Halt's Maul, bam, kriegst auf die Fresse und so. Ja, genau so muss das gehen. Bam, auch noch tot. Ich glaube, jetzt wird's Lärm geben, weil Left 4 Dead habe ich auch schon immer auf der Xbox gespielt. Wenn ich das betätige, und dann wird's wieder Lärm geben, denke ich mal. Und, hatte ich recht? Ja, hatte ich. So. Boah, da kommen ja noch ein paar. Bisher. Oh, hier ist irgendwo eine. Ah, Louis hat später schon getötet. Ich habe mich nämlich gerade schon gefragt, wo die ist. Ja. An alle Minecraft-Fans, die ihr sehen könnt. Ist der Wohnsohn jetzt tot? Alter, verpiss dich! Nein! Mich hat ein Snoker, hilf mir doch! Trotzdem. Ah, Alter. Boah. Ey, die Waffen sind doch beschissen. Gibt's hier nichts Besseres? Ja, in unserem letzten Video hat sich eine Person beschwert, dass es ruckeln würde. Ey, Leute. Sollte es ruckeln, wir versuchen es schon besser zu machen. Aber es ist halt nicht so einfach. Also nur weil es bei einem Spiel mal ruckelt oder sowas,
dann müsst ihr euch nicht direkt aufregen. Okay, es ist kacke, aber bitte macht daraus jetzt keine Krise oder so. Bitte. So, ey, hier gibt's sogar eine Schrotflinte. Kommt mal alle rein. Wo bleibt der andere? Wo kommt... Ja, komm mal rein hier. Willkommen. So, da haben wir das erste Kapitel geschafft. Wir sehen uns dann im nächsten Teil bei Left 4 Dead. Diese Kampagne da mit Minecraft oder so. Hier sehen wir noch unsere Statistiken und dann war's das auch schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, bitte nicht vergessen zu liken. Wenn es euch sehr gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr uns auch ein Abo dalassen, aber auch nur, wenn ihr es wollt. Ja. Gut, Schuss oder so, keine Ahnung. Macht's einfach gut. Hier bei eurem Partei-LP.